So, willkommen zu einer weiteren Folge von Angeschaut und Ausprobiert und ich starte gleich mit der Auswahl, mit der Zufallsauswahl des Spiels und bin gespannt, welches Spiel es jetzt heute sein wird. Age of Magic, Infinity Wars, Echoes, Made with Afghan Kit, Echoes Plus. Naja, bin ich mal gespannt. Klingt nach einem etwas kleineren Spiel, das heißt, es sollte sich schnell installieren lassen. Es handelt sich um ein Action-in-die-Kugel-Hagel-Spiel. Okay, na dann, mal schauen, wie viel es braucht. Okay, 22 MB für die Installation. Das heißt, es ist in 0, nix runtergeladen und hoffentlich dann auch installiert. So, 19 MB runtergeladen und ja, da startet das Spiel auch schon. So, damit bin ich gleich im Spiel. New Game 1982 out now and free. Okay, erstmal gucken, wo ich die Einstellungen finde. Fiddle with Tins, Normal, Start, Credits, Contact, Fragezeichen, Mouse Control, Space Fire. Ich hoffe, dass ich hier gleich erstmal noch irgendwas. Wo sind die Einstellungen? Okay, da kann ich Music Volume, genau. Und den Sound noch ein bisschen runtersetzen. So, ich denke 10% sollte reichen. So. Okay, dann mal auf ins Spiel und mal gucken, was mich hier erwartet. Mode, Time Attack, Survivor, Classic, Asteroid Belt, Meteor Storm, Echoes. Okay, mal gucken. Also, ich soll hier rumfliegen. Okay, und Dinge in die Luft jagen. Okay, das waren wahrscheinlich jetzt die Super-Attacks. War wahrscheinlich nicht ganz so optimal. Jetzt ist noch die Frage, was kann ich hier machen? Okay, außer mit den Dingern zu kollidieren. Ah, okay. Das heißt, ich muss. Okay, mit den BASD bin ich in der Lage, hier in alle möglichen Richtungen zu schießen. So weit, so gut. So, Energy 92. Okay, so ein Asteroid-Baller-Clone. Nur mit einem ziemlichen Krawall rum. Dann gehe ich mal den Soundvolumen noch ein bisschen runter, damit es nicht so laut ist. Weil es doch ein bisschen eintönig. Energy 89. Das heißt, wenn die Energie runter ist, 88. Ah, 93. Also mit den grünen wird die Energie wieder aufgeladen. Ich nehme mal an, dieses rote Ding ist eine Verbesserung meiner Laserfähigkeiten. Und irgendwo habe ich eine Anzeige für die Schilde. Ich habe sie zumindest noch nicht gesehen. Okay, das war jetzt das nächste Laser-Upgrade, nehme ich an. Das ist alles nur Bande. Okay, ich versuche noch rauszubekommen. Okay, Multiplier, Sechsfach-Multiplier. Ist die Frage, wie sich der Multiplier ergibt. Wahrscheinlich, wenn ich nicht kollidiere und da diese. Ne, die Pluszeichen sind es jedenfalls nicht. So, dieses X wird wahrscheinlich die Bombe sein, die ich jetzt schon ein paar Mal ausgelöst habe. Okay, jetzt kommen dann noch irgendwelche Spezialsachen. So, der Schildradius. Energie 99. Okay, jetzt ist Energie schon wieder gefallen, weil ich mit den Sachen kollidiert bin.
Okay, Energie ist jetzt auf 84. Okay, jetzt wieder 89. Also ein Plus bringt mir 5 Energiepunkte wieder. Aber ich kann... Okay, die Sterne zielen nicht immer zwingend auf mich, aber... Ich glaube, ich bekomme auch keine Anzeige oder irgendeine sichtbare Information, wann so eine komische Reihe da kommt. Okay, was ist das? Noch ein Leben vielleicht? Ah, das sind... Ne, die Bomben sind das immer noch nicht. Okay, Energie ist jetzt bei 83. Multiplier... Okay, das Ding jagt mich jetzt. Zumindest so halb. Es wird auf jeden Fall immer gefährlicher. So, wieder ein bisschen Energie aufgetankt. Jetzt bin ich bei 78. Ah, okay, das war die andere Taste. Und das war, glaube ich, das Ding, was da grün hinter mir hergeflogen ist, was jetzt diesen, was sozusagen die Anzeige ist dafür, dass ich so eine Megabombe sozusagen eingesammelt habe. Okay, die Energie ist inzwischen auf 54 gefallen. Okay, noch ein Laser-Upgrade. Ja, meine Energie wird langsam kritisch. Kommt schon wieder so ein rotes Monster. Und es frisst mir die ganze Energie weg. Oh, jetzt habe ich gerade 2 Weapon-Upgrades verpasst. Okay, jetzt habe ich wieder eine Megabombe dazu bekommen. Die ist jetzt da in meinem Rattenschwanz sozusagen aufgetaucht. Okay, die Schwierigkeit ist natürlich immer dann die Richtung, wenn ich mich zwar mit der Maus gut drumherum bewegen kann, aber gleichzeitig irgendwie da auszuweichen. So, der Energieschild wird immer kleiner und damit auch immer schwächer. Da kommt schon wieder so eine Lawine auf mich zu. Und das rote Vieh ist auch schon wieder da. Ui. Ich glaube, da müsste ich mir das mal auf den WASD-Joystick legen, damit ich da nicht mit der Taste arbeiten muss, sondern dass ich einfach mit dem Stick dann die WASD simulieren kann. Okay, congratulations, new local record. Ja, okay, soweit, so gut. Das ist die erste Runde von Echoes. Difficulty normal, Player, da kann ich ja auch gleich mal meinen Namen eintragen. Und gucken, ob genug Platz ist. Ne, ist natürlich nicht genug Platz. Dann mache ich nur den Spiele-Fill. So, Difficult, Hard, Insane, Easy, Normal. Und dann gucke ich mir jetzt mal noch die anderen Spielvarianten an und probiere mal, ob ich hier jetzt das WASD einrichten kann noch. Weil das wäre auf jeden Fall hilfreich, statt mit den Tasten darum zu baldobern. Allerdings kann ich mir auch hier nochmal anschauen, Controls, Maus, Joystick, Keys, Maus und okay, da kann ich den dann noch einstellen. Aber hier war doch, genau, hier war das Fragezeichen. Also genau, Smart Bomb, das war die ich am Anfang schon ziemlich oft aufgelöst habe. Echoes Mode Only, okay, sonst gibt es das Ding nicht. Und im Classic Mode ist Fire and Trust. Und nach rechts und links wird dann rotiert. Gut. Ansonsten Fire Controls sind die WASD-Tasten. So, General Controls, Move and Fire. Gut, das ist aber Tastatur dann. Genau, Mouse Controls sind da interessanter. Keyboard. Gut, das hatte ich jetzt schon. Global Highscore, das heißt Schildveränderungen. Mining Energy. Achso, Schild wenn active, das kann ich dann auch nochmal irgendwie extra aktivieren.
Und das sind die Smart Bombs, genau, die ich da so hinter mir hergezogen habe. Das habe ich dann auch soweit gemerkt. So, hier jetzt nochmal ein bisschen, okay, ein Asteroidenbelt, der mir hinterherfliegt. Interessant. Shooting Star, Planet, das sind dann noch verschiedene Punkte. Eine Sun und ein Black Hole hatte ich zum Glück jetzt noch nicht. Aber irgendein anderes Objekt ist mir vorhin doch, weiß nicht, ein Saucer war das, glaube ich nicht. Es war noch irgendein anderes fliegendes Ding. Naja, auf jeden Fall. Ich's Mode consists of 10 levels of blasting action, each introducing a new enemy with different strengths. Ja genau, so ein Enemy ist ja dann auch schon aufgetaucht. Increase kills means more power-ups. Genau, dann kriege ich Energie wieder aufgeladen. War jetzt hier eigentlich schon die, ja genau, Energy Boost, Shield für 10 Sekunden. Ach, das waren dieses Teil, damit bin ich noch zusätzlich geschützt. Genau, Weapon-Up hatte ich schon. Die Frage ist, ob das Weapon-Up eigentlich unbegrenzt weitergeht. Ah, und die gelben X'e, das sind die Multiplier, die dann steigen. The Secret to a High Score is Collecting, ja genau, die Multiplier, soweit ist klar. Survivor Mode, Time Attack, you have to score as many points in 3 Minuten. Und Survivor, without taking a hit, okay, da habe ich dann gar keine Schild Protection. Außer ich bekomme dieses 10... Game Mode. Ja, genau. So, Classic Mode hat das simpler Gameplay. Dafür ist dann mit diesem einfachen Moten Meteor Storm. Und Asteroid Belt. Na gut. Series of Additional Challenges. Heißt es jetzt Zootrals? Suits can be attempted on any of the 4 difficult levels. This harder difficulty is contributing more towards the total completion percentage. Aha. Only the hardest difficult achieve count towards to your total. So for the ultimate 100% score you need to complete each of the 25 suits on insane difficult. Oh, okay. What are Zootrials? Naja, schauen wir mal. Time Attack, Survivor, Classic, Asteroid Belt, Meteor Storm, Echoes. Naja, machen wir erstmal die Time Attack und gucken mal, wie viel ich in 3 Minuten hinbekomme. Und jetzt will ich aber erst noch die Tasten entsprechend anpassen, dass ich dann leichter die Waffen verwenden kann. Genau, W, A, S, D, das passt schon. Da kann ich dann direkt Standardeinstellungen verwenden. Und mal schauen. Genau, da kann ich auf jeden Fall sehr viel einfacher sozusagen in die Richtung dann gerade schießen, als wenn ich das mit den Tasten machen müsste, indem ich das einfach auf den Joystick lege. Ah, der erste Multiplier. So, am besten auch immer ein bisschen aufräumen, mal die kleinen vorher weg, bevor ich mich dann an die großen wage und die wieder zerteile und dann hier das Spielfeld einfach viel zu unübersichtlich wird. Wahrscheinlich schon ein Waffen-Upgrade versehentlich sozusagen eingesammelt zu haben oder zumindest ohne, dass ich es mitbekommen habe. So, das ist jetzt der Multiplier Nummer 3. Oh, da ist der Stern vorbeigeflogen und ich habe ihn nicht erwischt, weil der hat mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einen entsprechenden Bonus, um irgendein Special... Okay, es sind nur noch 2 Minuten. Ich weiß gar nicht, oder gehen die Waffen hier automatisch nach oben? Allein dadurch, dass ich hier sozusagen einfach die Zeit abläuft. War jetzt eigentlich irgendetwas gesagt worden, dass ich hier so eine Art Unsterblichkeitsmodus habe. Da ist auf jeden Fall das ist tatsächlich eine Erdkugel. Und die enthält ein Schild, womit ich dann so eben unsterblich bin. Dann kann ich einfach diesen ganzen... Oh, jetzt bin ich wieder verwundbar. Jedenfalls jetzt schon einen roten Laser. Also es scheint tatsächlich eher von der Zeit abhängig zu sein, dass ich da nach und nach ansteige.
und die herumspringenden Asteroid-Spells. Jetzt ist, glaube ich, zweimal um mich drum herum geflogen. Oder ich bin gerade so knapp ausgewichen. Oh, da ist das erste... Ja, ist das jetzt ein Sun oder ein Black Hole? Auf jeden Fall ballert es auf mich ganz, ganz freundlich. Ui. Na gut. 30 Sekunden. Gibt auf jeden Fall schon mal einen Hinweis. Okay, da ist jetzt das Black Hole in die Luft geflogen. Und da kommt noch mal eine Erdkugel, Asteroidenbelt. So, das heißt, je mehr ich auf einmal... Okay, da ist doch den Multiplier, habe ich gerade noch erwischt. Also 13 Multiplier bisher. Okay, das war's. Gut, 307.000 gegenüber einem Highscore von fast 3 Millionen. Naja, da gibt es einiges mehr zu tun. Aber ich will mir einfach mal die verschiedenen Spielmodi anschauen und mal gucken, wie weit ich dort mitkomme. So, am Anfang noch recht entspannt. Okay, hier gilt einfach nur, so lange wie möglich durchzuhalten. Und zwar, ich glaube, dass ich hier genau ein Leben habe und ich keinen einzigen Treffer riskieren darf. Und der Rekord, wie ich oben sehe, liegt bei 2 Minuten 15 Sekunden, bevor er mir hier alles um die Ohren fliegt. Zumindest wahrscheinlich auch in der Schwierigkeitsstufe. Ich gehe mal davon aus, dass die Schwierigkeitsstufen unterschiedliche Zeiten haben. Tja, 36 Sekunden. Okay, das probiere ich aber gleich nochmal. Mal gucken, ob ich in der Lage bin, mich hier zu verbessern. Indem ich da ein bisschen gezielter bestimmte Stellen ab sortiere, also einfach hier den Raum so weit leer bekomme. Hier ist wahrscheinlich auch wieder so, weil ich habe jetzt schon bereits gelbe Laser in meinen Schüssen mit drin. Das heißt, auch hier wird einfach über Zeitablauf das Ganze dann abgegradet, so dass ich immer besser schießen kann an der Stelle. Oh, naja gut. Neuer Rekord. Okay, 4 Sekunden, 10% verbessert. Gut, genug für den Modus. Survivor Classic. Gut, da ist dann jetzt hier, dass ich schießen kann. Da. Und ich kann mich hier nur wenig natürlich bewegen. Oh. Da halte ich nicht lange aus, wenn das hier so sozusagen eine klassische Asteroid-Variante, aber obwohl ich hier, achso, ja, ich muss rechts-links rotieren, das müssen wir dann erstmal aufpassen, wo ich dann gerade bin, weil ich kann nicht einfach so nach rechts und links steuern. Da ist schon wieder einer, der auf mich schießen will, aber anscheinend konnte ich die Schüsse gerade auch abschießen, also die Energiestrahlen wieder Okay, das probiere ich nochmal mit der Steuerung. Das ist halt noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So als ganz alt Retro gemacht. Nein! Okay, jetzt habe ich gleich schon das erste Leben verloren. Also sobald dieses blöde UFO auftaucht, gleich abschießen. So, Level 2 bin ich schon. Na komm, die letzten Asteroiden. Noch den kleinen von unten. Ah, oh, knapp da vorbei. So, jetzt aufpassen, wann das UFO auftaucht. Da unten ist es schon. Okay, auf jeden Fall habe ich das abgeschossen, auch wenn ich glaube ich mit irgendwas noch kollidiert bin. Ups. Okay, nächste Kollision. Nein! Aber ich habe es anscheinend noch erwischt, weil ich habe immer noch 2 Leben. Oder habe ich schon irgendeinen Wert erreicht, wo ich schon wieder neue Leben dazu bekomme? Ja, immer nur die Maus nach links und rechts steuern, um dann in die richtige Richtung schießen zu können. Und dann irgendwie einigermaßen vorzuhalten. Ah, so weit reichen die Schüsse nicht. So, wo ist das UFO?
Nein! Wie ist das denn jetzt abgewehrt worden? Ich habe doch gar nicht nach hinten geschossen. Na gut. Okay, das soweit zur Classic-Variante. Dann den Asteroidenbelt, wo mir jetzt hier wahrscheinlich sonst was entgegenkommt. Ah ja, ich habe... Wahrscheinlich ist es hier tatsächlich Maximum mit so ein bisschen Gelb, Rot und... Ne, scheint sich noch weiter auszubaldoren. Ja, ist immer etwas irritierend, nach rechts zu feuern und nach links zu lenken. Ah, okay, ich habe jetzt schon Energie verloren. Gut, das heißt, ich bin zumindest nicht gleich tot, wenn ich mit ein paar von den Dingern kollidiere. Aber sie haben es ziemlich auf mich abgesehen und es scheint nicht so zu sein, dass ich hier so ohne weiteres auf Energienachladung bekomme. Wieso werden die eigentlich immer schneller? Bei den Explosionen sehe ich gar nicht, wo tatsächlich schon aktuell die Schlange angekommen ist. Das heißt, ich muss so oder so auf jeden Fall weiter ausweichen. Da ist mir der Kontrast irgendwie ein bisschen schlecht mit den Explosionen. Weil es tatsächlich dann schwer zu erkennen ist, was sie da eigentlich anstellen. Und anscheinend einzelne Asteroiden umso schneller hin und her fliegen. Ja, 52 Energie. 36, da bin ich jetzt ziemlich mit einem kollidiert. Jedenfalls ist es gut, wenn ich es schaffe, die sozusagen von vorne zu erwischen und die eben möglichst nicht als Einzeldinger hier rumkullern. Oh, jetzt kommen schon drei auf einmal. Immerhin ist der Multiplier jetzt auch schon bei 3. Ja, immer schön nach hinten zielen. Ist gar nicht so leicht. Erfordert halt alles ein bisschen Koordination, um sich erstmal eine bestimmte Bedienung letztlich ja, zu gewöhnen. Und vor allen Dingen so langsam das richtige Tempo für die Mausbewegung rauszubekommen, dass ich wirklich schnell genug mich von denen wieder entferne und sie möglichst alle auf einer Spur habe. So, dass sie mir nicht hier plötzlich irgendwo in die Quere kommen. Und dass sie möglichst alle hinter mir bleiben und ich genug Bewegungsspielraum habe. Sieht aus, als würden mich à la Snake irgendwelche Viecher verfolgen. Zu langsam. Nicht schnell genug geflüchtet. Raketenwürmer als Asteroidenbörtel getarnt. Okay, Level 26. Und noch 12 Energie. Ich glaube, jetzt waren hier schon 4. Ja, Multiplier ist auch schon bei 4. Von den Lasern her scheint sich nicht allzu viel getan zu haben. Zack, das war's. Na gut, okay, das ist der Asteroidenbelt. Soweit Meteorstorm. Okay, das sind dann diese blauen Bälle, die hier wahrscheinlich immer in sonst was durchfliegen. Muss ich auf jeden Fall schauen, dass ich die Multiplier erwische. Schauen, wann ich hier in der Lage bin. Okay, bereits habe ich die erste Kollision eingesteckt. So. Also mal schnell zu gucken, wo ist der Gelbe, damit ich auf jeden Fall den Multiplier abschießen kann. Um hier entsprechend gute Punkte zu machen. Oh, da ist der Multiplier verloren gegangen. Den Multiplier habe ich wieder erwischt. Den noch einsammeln. Hey, da waren jetzt schon 2 Multiplier.
Also irgendwie, vielleicht gibt es auch noch Multiplier von den normalen. Ja, langsam wird es ein bisschen schnell hier. Dann lieber ein bisschen auf Nummer sicher gehen und überleben, ohne dass ich mit den Dingern kollidiere. Weil Energie wird hier natürlich auch wieder nicht aufgeladen. Sondern die kann ich nur abgeben. Multiplier 30. Ich bin ja mal gespannt, ob es ein Maximum gibt. Wahrscheinlich nicht. Okay, aber noch... Oh, nee, noch keine weitere Kollision. Es sah zwar eben so aus, aber jetzt bin ich allerdings kollidiert. Naja, ein paar Kollisionen halte ich auf jeden Fall noch aus. Weil im Gegensatz zu den Asteroiden-Belts fliegen mir die Dinger nicht ständig um die Ohren. Sondern fliegen nur einmal an mir vorbei. Und wenn ich es schaffe, zumindest eine Lücke reinzuballern, dann bin ich zumindest im Moment noch außer Gefahr. Aber der Highscore ist schon immens. Ich muss mal sehen, wo ich nachher lande mit meinen Multipliern. Ups, jetzt bin ich wieder kollidiert. Ich weiß gar nicht, ob ich bei der Kollision eventuell Multiplier verliere. Muss ich mal drauf achten. 49. Ohne jetzt direkt reinzufliegen. Aber jetzt... Nee. Also scheint nicht der Fall zu sein. Aber trotzdem bekomme ich mehr Multiplier, als wenn ich den nur abgeschossen hätte. Interessant. Oh. Okay, jetzt wird es langsam kritisch, dass so viele auf einmal auftauchen. Komme ich gar nicht mehr dazu, den anderen Multiplier einzusammeln, wenn mich ständig irgendwelche Dinge davon trennen. Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, ja, dass in den normalen auch noch Multiplier drinstecken können, wenn es natürlich auch nicht so sicher ist. So dass ich nicht garantiert für jede Zuzap normal. Das heißt, jetzt habe ich wahrscheinlich diesen Zoo-Modus freigeschaltet. Wovon auch immer das jetzt genau abhing. Bin ich mal gespannt, dass der jetzt als Modus überhaupt zur Verfügung steht. Ich weiß gar nicht, wenn es eigentlich mehr oder fallen die einfach nur kreuz und quer irgendwie in diesem Modus hin und her. Aber auf jeden Fall scheinen sie jetzt nicht so viel schneller zu werden, aber dafür zumindest mehr. So, das, ja, zwei Wellen gleichzeitig, eine von links, eine von oben. Sodass tatsächlich kaum Zeit bleibt, sich hier so großartig zu orientieren. Und eben die Multiplier dann wieder einzusammeln. Gleich von zwei rechts und links in die Zange genommen. Oh, 30 Energie, das ist nicht mehr viel. Meteormarker. Okay, anscheinend ist es einfach schon ein Bonus, den ich tatsächlich dann schon erreicht habe. Ich bin mal gespannt, ob es hier irgend sowas wie Achievements gibt. Oh, ich sehe kaum was, wo ich hinfliege. Und das war der letzte. Congratulations, new record. Okay, ich habe jetzt auch an die fast 4 Millionen geschafft und der Highscore liegt bei, wie viel sind das? 13,5 Millionen. Das ist auf jeden Fall auch noch ein ziemliches Stück entfernt. Und ja, dann mal zurück ins Main-Menü. Meteorsturm und Echos. Okay, das sind dann, also hier gibt es keine weiter. Dann will ich jetzt nochmal gucken. Are you up to the challenge? Be strong, big man, score. Ah, okay, das sind die verschiedenen Challenges, die alle noch gelockt sind bei Echos. Score more than 100.000 before level 5. Recover to 100% heals from below 50. Okay. Destroy 9 planets, get hit 100 times. Boah. Und 9.999 kills. So, was muss ich hier schaffen? 200 mal die Sonne treffen, 10.000 ohne mich zu bewegen. Was ist das eigentlich hier? Also 4% complete, das heißt, bei dem einen, genau hier habe ich ja jetzt zwei fertig gemacht.
Okay, das heißt, ja, das mit diesen komischen 4% complete, das heißt hier diese 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Stufen. Und eben normal waren ja jetzt 2% pro Stufe, aber damit man tatsächlich alle schafft, eben dieses Insane zu benutzen. Dann bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt hier Difficult Easy mache, wie weit hier die Scores sich ändern. Ich glaube, es ist einfach nur, dass dann hier angezeigt wird, okay, im Normalmod, in so und so Mod, das zu schaffen. Und genau, 1, 2, 3 oder 4% jeweils dann das eine gilt. Das heißt, man muss in Insanity später alle geschafft haben, um diese Sachen freizuschalten. So, das sind sozusagen die kompletten Rekorde. Mein Local wird jetzt hier nicht angezeigt. Achso, in Easy habe ich es ja auch nicht, habe ja normal bisher gespielt. Allerdings leider noch mit, ja, mit dem anderen Namen. Also Spielefehl ist jetzt hier schon mal korrekt eingetragen. Dann spiele ich jetzt nochmal ein Echos in der Normal, damit ich da auch mit einem hoffentlich besseren Wert eingetragen bin und auch mein Name da zumindest auftaucht. Also machen wir nochmal normal und die Echos. Und auf geht's. Schließlich habe ich jetzt auch die Tastatur entsprechend, also hier meine Steuerung soweit eingestellt, dass ich da jetzt etwas bequemer zielen kann. So, die Megabombs lasse ich jetzt mal alle noch drin und verschleudere die nicht wieder, so wie am Anfang. Und werde einfach mal schauen, wie ich. Achso, ja, genau, der Multiplier sind ja die Plus-Dinger. Das heißt, das ist halt einfach nichts mit. Oh, das war schon der erste Crash. Gut, meine Laser sind jetzt schon auf Stufe 2. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich das Level, was angezeigt wird? Obwohl, ne, das Level sind ja wahrscheinlich einfach hier die einzelnen Schwierigkeitsstufen. Ne, doch, Level 3 ist jetzt gerade gestiegen, als ich das neue Laser-Ding eingesammelt habe. Okay, das war dann Zufall, weil jetzt ist es natürlich nicht gestiegen. Auch gut. Das heißt, dann bin ich tatsächlich so weit, dass ich da schon alles weggeschossen hatte und jetzt bin ich wieder auf 100. So, das eine war ja, dass ich von bis auf 50 runterfallen muss und danach die Energie wieder aufbauen soll. Dann werde ich mich jetzt mal runtercrashen lassen bis auf 50 und bin mal gespannt, ob ich es schaffe, dann wieder bis auf 100 nach oben zu steigen. Einfach mal, um zumindest eine Challenge sozusagen hier anzufangen. 55, komm, 51, 50. Okay. So, und jetzt heißt es wieder Energie sammeln und bis auf 100 aufbauen. Einfach nur, um die Challenge abzuschließen. Ja, jetzt bin ich erstmal noch gefallen, aber jetzt habe ich zumindest schon mal die ersten Energiebonus wieder eingesammelt. Die Waffe habe ich jetzt, glaube ich, nicht mehr erwischt. Okay. Das ist jetzt, glaube ich, der Schild gewesen. Oder, nee, ich glaube, es war eine Bombe. So, da oben ist jetzt noch ein Multiplier. Oh, 51. Also allzu viel Energie habe ich es noch, ja, bisher jetzt noch nicht geschafft, wieder aufzubauen. Da ist jetzt mal wieder Energie, 56. Das ist noch ein langer Weg, um wieder bis auf 100 zu kommen. Und da ja hier die Dinger auch immer mehr werden, ein durchaus schwieriger Weg. Wenn nicht, kann ich das ja dann nochmal in Normal probieren und rausbekommen, ob ich dann zumindest in der leichtesten Schwierigkeitsstufe. Oh, da oben ist ein Energiefeld. Ja, noch erwischt.
59. So, jetzt habe ich schon eine ganze Menge von den Bomben eingesammelt. Dann löse ich mal eine aus. Okay, da unten war eine Waffe. Und noch einen Energiepunkt. 58. Okay, da habe ich jetzt in letzter Zeit schon einige verloren. 58. Und das erste Energie... ja, den hätte ich früher auslösen sollen. Dann hätte ich mir etwas Energieverlust erspart. Ja, auf jeden Fall mit diesen Asteroidengürteln zurechtzukommen, das kann man auf jeden Fall in dieser einen anderen Challenge da schon mal ganz gut üben. Weil so sieht es nicht gut aus, dass ich nicht schnell genug vor denen wegkomme. Weil die natürlich viel zu viele, viel zu viele da auf einmal in mich reindonnern. Ja, das war's schon. Okay, habe ich wenigstens einen neuen Highscore für mich? Nee. Naja, das heißt noch eine Runde. Ich möchte doch hier noch mit einem neuen Highscore starten oder abschließen. Okay, jetzt mache ich erstmal den Energiedingsbums nach unten. In der Hoffnung, dass ich die Challenge irgendwie dann doch noch schaffe. Um gleich vom Anfang an dann Energie einzusammeln, die mir dann dabei hilft, wieder bis auf 100 hochzukommen. So, gleich gegen den Großen. Ja, da hätte ich jetzt noch warten sollen, bis ich das Energieding einsammle. Ja, das haben wir es jetzt auch wieder gleich automatisch eingesammelt. 58, 57, 54, ein noch 50. So, jetzt heißt es Energie sammeln. Statt mit den Dingern zu kollidieren jedenfalls. So, da ist ein Energiefeld oder ein Energiebonus, Booster, wie auch immer man es nennen will. Ah, noch ein Waffen-Upgrade. So, da ist das nächste Energiestück. 59. Wir haben noch 9 Energiedinger, vorausgesetzt ich verliere nicht allzu viele. Da habe ich jetzt wieder einen Punkt, Energiepunkt verloren. Da jetzt gleich nochmal 4. Oh, 50. Ja, das wird mit dieser Challenge wohl noch nichts. Da muss ich nochmal einfach spielen, um wahrscheinlich die Challenge zu schaffen. Okay, 55. Ist das Ding wieder in mich reingeflogen. Multiplier 5. Ja, also einmal um mich drum rumschießen, dazu ist es dann doch ein bisschen zu langsam, als dass er da mir überall die Sachen frei hält. Da ist schon wieder dieser schnelle hellblaue Ball gewesen. Ja, mehr als um 50 kriege ich es auf jeden Fall nicht wieder nach oben gepäppelt. Im Gegenteil, ich verliere eher wieder an... Oh, jetzt habe ich versehentlich die Superbombe ausgelöst. Auch gut. Und der Stern ist in mich reingerast und hat mir gleich einen Haufen Energiepunkte geklaut. Da ist schon wieder dieser komische Tennisball, der hier rumspringt. Aber ich habe ihn anscheinend jetzt gerade schon in der Ecke oben noch erwischt. So, ist das jetzt... Achso, das war wieder die Smart Bomb. Ah, diesmal habe ich den Stern schneller erwischt. Nur, dass hier jetzt noch ein Haufen, ja, die Power-Ups fehlen. Ein oder zwei habe ich jetzt, glaube ich, nicht erwischt.
So, nur noch 30 Energie. Ha, diesmal habe ich diesen. Okay, nicht gleich zweimal hintereinander, aber der eine Asteroidenbelt hat mir jedenfalls dann nichts anhaben können, weil ich ihn gleich in die Luft gejagt habe. Oh, da ist ein Energieding gewesen. Oh, jetzt habe ich aber trotzdem noch ein oder zwei eingesammelt. Oh, da ist schon wieder einer. Okay, inzwischen wieder bei 40. Da kommt der nächste. Okay, ich habe keine Superbomben mehr. Oh. Okay, da hinten ist noch eine Superbombe. Okay, inzwischen habe ich jetzt auch einen roten Laser in meiner Waffe. Und jetzt natürlich nicht einschätzen kann, wie stark das tatsächlich hochgeht, ob die eventuell alle irgendwann rot werden oder ob das letztlich irgendwann dann doch das Maximum ist, was an Laserenergie möglich ist. Unübersichtlich. Da ist der erste Planet, ich glaube 9 oder 10 Planeten. Wie viel sollte man in einer Runde dann... Ha, ich bin unsterblich. Dann kann ich erstmal hier ein bisschen drin rumbaldobern. Wobei es nur 10 Sekunden sind, ist schon vorbei. Letzter Energiepunkt, das war's. Okay, congratulations, new record. Jetzt habe ich auch hier 408.000, so dass ich hier dann zumindest da mit meinem Namen drin stehe. So, jetzt nehme ich noch einmal das Easy und schaue mir nochmal an, dass ich dort diese 50er-Challenge schaffe, weil irgendwie hat es die mir angetan. Also erstmal crashen bis auf 50 runter und dann wieder aufbauen. Ja, hoffentlich nicht vorher zu viel Energie einsammeln, die mir dann letztlich fehlt, um das andere wieder aufzusammeln. So, da ist ein großer, da kann ich erstmal rein crashen. 80, 85, ah, da waren schon wieder Energieladungen drin, 74, so 60, 57, so noch 4, na komm, 2, 1, so, okay, das waren jetzt ein bisschen zu viel, ups, das war jetzt die falsche Richtung, weil es stimmt, ich muss ja mit der anderen Lenkung dort schießen. Mal gucken, ob hier jetzt letztlich auch mehr Energieteile auftauchen, so dass ich tatsächlich die Challenge auch in der Hinsicht leichter bewältigt bekomme, weil es natürlich leichter ist, sich hier wieder aufzuladen. Auf jeden Fall immer mal ein bisschen das ganze Spielfeld im Blick behalten, beziehungsweise nach oben und unten wechseln, damit ich nicht eventuelle Power-Ups verpasse. So, jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal bei 63, das ist doch schon ganz gut. Und im Moment fühlt es sich noch recht übersichtlich an, was natürlich auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe auf jeden Fall auch so sein sollte. So, keine Power-Ups oben. Da ist der nächste Energiepunkt. So, da habe ich jetzt noch eine Smart Bomb wieder eingesammelt und Level 4 aktuell. Ich glaube, die eine Challenge war 100.000 Punkte vor Level 5. Was echt schon unglaublich ist. Ich bin jetzt gerade mal bei 55.000 bei Level 5. Das heißt, mehr als das Doppelte an Punkten. Das heißt, es müssen irgendwie ganz, ganz viel schnell Multiplier. Und das hat wahrscheinlich einfach damit zu tun, natürlich mit Insane, dass im höheren Level dann auch mehr
Elemente kommen und natürlich dadurch auch mehr Punkte möglich sind, vorausgesetzt man überlebt lang genug. Kann ich ja gleich mal ausprobieren, wie viele Punkte sich letztlich in Insane bekommen lassen. So. Die Waffe fühlt sich jetzt aktuell schon ziemlich mächtig an. Und beseitigt fast auf Anhieb alle Brocken von so einem. Hey, jetzt fehlt mir nur noch ein Energieteil. Dann hätte ich zumindest diese Challenge geschafft. Da oben ist es. Ha! Also in Easy habe ich jetzt da tatsächlich die 100 geschafft. Das ist auf jeden Fall eine nette Ergänzung in dieser Form. Herausforderungen einzubauen, die dann mit bestimmten Spielelementen sozusagen kombiniert werden müssen, dass man einfach lang genug überlegt und ja, wow, also inzwischen habe ich gar keine grünen mehr, sondern es sind tatsächlich jetzt nur noch gelb und rot irgendwie in den Waffen, das heißt es wird tatsächlich um einiges mehr. Oh, schade, ich habe den Stern nicht erwischt. Ach, da sind die Asteroidenteile überhaupt kein Thema mehr, also die Asteroidengürtel. Und irgendwie scheinen die auch so einen starken Spread zu haben und irgendwie seitlich wegzufliegen. Ach, wieder nicht erwischt. So, Multiplier ist inzwischen bei 15. Und Energie ist immer noch fast voll. Ha, den Stern habe ich erwischt. Da ist schon wieder so ein Asteroidenbelt. Gar kein Problem. Ah, jetzt ist Energie sogar schon wieder bei 100%. Genial. Aber über 100 geht es leider nicht drüber. Das heißt, das bringt das Einsammeln nichts. Aber wäre natürlich nett, wenn die einen Multiplier erhöhen würden, wenn sie schon sonst keinen Effekt haben. Okay, aber jetzt brauche ich wieder Energie. Jetzt bin ich in diesen Asteroiden noch reingeflogen. Mal gucken, ob ich dann vielleicht auf Easy sogar das mit der Erde hinbekomme. Okay, jetzt ist Energie wieder voll aufgeladen. Und es sind einige Rot-Elemente dazugekommen in meinen Powershoot. Okay, jetzt bin ich gegen den Stern geflogen. Pum, pum. Und mal gucken, wie lange es dauert, bis dann der nächste Planet auftaucht. Boah. Ja, da sind die Asteroiden schnell Geschichte. Aber gut, es ist halt auch easy. Also der Spielmodus, nicht das Spiel insgesamt. Es hat schon seine Herausforderungen auf jeden Fall. So, jetzt habe ich natürlich nicht nachgeguckt. Okay, Celebrity Sniper. Ich glaube, das hat mit den 100.000 oder 1 Million Punkten oder irgendwas zu tun. Muss ich nachher nochmal gucken, was das jetzt genau für ein Zoo-Element war. Oh, ich habe ganz vergessen, den Timer zu starten. Ich muss gleich mal auf die Uhr schauen, wie lange ich jetzt tatsächlich schon im Spiel bin. Also insgesamt für die Aufnahme, damit ich es nicht wieder so lang überziehe und irgendwo bei einer Stunde insgesamt maximal bleibe. Ah, da war die nächste Erde. Gut, im Moment sieht es noch ganz gut aus. 91 Energie, das heißt, ich kann noch eine ganze Weile durchhalten. Und hoffentlich kommen dann noch ein paar Planeten, die ich dann da zusammenschießen kann.
um die Challenge zu gewinnen oder halt anerkannt zu bekommen. So. Das war wieder Asteroidenbelt. 98 Power. Okay, bis jetzt sind immer noch gelbe dazwischen. Das heißt, ich kann immer noch Power-Ups sinnvollerweise einsammeln, um ja, meine Waffen weiter zu verstärken. Level 8 bin ich inzwischen. Ist noch gar nicht allzu weit. Das heißt, es sind hier schon etliche Elemente dabei, die oder ziemlich viele Items pro Level, die überhaupt erledigt werden müssen, bevor es anscheinend einen Levelaufstieg gibt. Hey, da kommt jetzt schon das erste schwarze Loch. Das gefällt mir aber gar nicht. Ah, da ist der nächste Planet. Sehr schön. Oh, was war denn das jetzt alles? Achso, das waren irgendwelche Punkte-Boni, glaube ich, die da eingesammelt werden konnten. Ich frage mich ja vor allen Dingen, ob diese Smart Bombs, weswegen ich jetzt gerade auch eine ausgelöst habe, ob die eventuell... Hey, ich bekomme jetzt noch weiteres Zeitschutz. Jetzt sind nämlich wieder grüne da. Womit ich anscheinend noch weiter um die Ecke... Ne, jetzt bin ich eigentlich schon... Moment, wenn ich mit irgendwas kollidiere, verliere ich auch einen Teil von meinem Power-Leveln, was das Schießen angeht. Zumindest sah das jetzt gerade so aus, weil nach einer Kollision ich direkt wieder grüne bekommen habe. Das heißt, anscheinend geht es da nicht nur nach oben. Oh, jetzt sind die Dinger ganz schnell verschwunden. Ich habe es nicht mehr geschafft, sie einzusammeln. Wahrscheinlich mit dem Multiplier auch einen ganzen Bonus bekommen dann. Okay, jetzt bin ich wieder auf Energielevel bis 73 abgefallen und habe aktuell schon wieder... Gut, jetzt ist das Grüne wieder weg. So, jetzt mal schnell einsammeln, damit ich die Boni nicht verliere. Ja, jetzt wird es dann doch langsam unübersichtlich. Da kommt der nächste Planet. Mit dem bin ich jetzt auch wieder ein bisschen unsterblich. Zumindest 10 Sekunden lang. Ach, da ist schon wieder ein schwarzes Loch. Das hätte ich tatsächlich fast übersehen. Okay, Energie ist wieder bei 83, aber ich habe schon wieder Waffenkraft verloren und jetzt auch schon wieder dazu bekommen. Das ist immer ein Auf und Ab anscheinend. Oh, da kommt die erste Sonne, die mit irgendwelchen Dingern da auf mich schießt. Oder ein solares schwarzes Loch. Schon merkwürdig. Okay, Energie ist jetzt bei 76. Aber das Sonnending geht auch einfach nur einmal durch das Spielfeld durch und bleibt zumindest nicht hier drin, genauso wie das schwarze Loch. So, da ist dieser Asteroidenbelt im Vergleich natürlich ziemlich einfach. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob auch die Sonne gleich nochmal wieder auftaucht. Aber anscheinend hier jetzt zumindest nicht so schnell. Da ist sie wieder. Die natürlich auch jetzt gleich wieder auf mich ballern wird. Okay, das sind jetzt die großen. Ich glaube 100 Punkte bringt ein so ein Ding. Aber es geht auch ganz, ganz schnell weg. Okay, Energie ist jetzt wieder auf 90 gefallen. Kleptomanik. Sunburn. Was auch immer das für ein Dings war. Okay, war ich jetzt keine Smart Bombs mehr. Und muss mich hier gegen weitere schwarze Löcher erwehren. Jetzt bleibt er doch drin. Und ist er durchgeflogen. Oder er ist woanders gecrasht.
Ja, gleich ist vorbei. Dann können wir zumindest angucken, was jetzt die... Okay. Logischerweise neuer Rekord. Ich habe ja das erste Mal in der Runde gespielt. Aber jetzt gucke ich mir mal noch an. Mode Echoes und Easy. Okay, Recover to 10. Genau, das war ja das, was ich gezielt gemacht habe. Und dann ist jetzt die Frage, was sind... Ah, okay, es waren noch andere. Okay, ich habe die Sonne 200 Mal getroffen. Ich habe 10 Sterne gekillt. Und 300 Power-Ups. Das war das Kleptomania. Und 5 Black Holes gekillt. Naja, zumindest in Easy habe ich das jetzt schon mal ein bisschen was gemacht. Also okay, die ersten zwei sind für Echoes. Dann sind 3 für Time Attack. Lose lesser than 10% of your score. Get a 20 Multiplier in Time Attack und weniger als 10 Hit. Achso, genau, stimmt. Die Zeit läuft ja einfach so ab. Wie ich gerade sehe, bin ich auch mit der Zeit ganz gut hin. Ich bin jetzt bei einer Stunde Aufnahmezeit. Das heißt, für euch wird es ein bisschen kürzer sein. Aber das passt dann jetzt auch ganz gut. Ich habe jetzt so die ersten Sachen mal ein bisschen in das Spiel reingeschnuppert. Und ich denke, so für eine kurzweilige Action ist es sicherlich ganz spannend. Und die große Herausforderung ist tatsächlich hier, diese verschiedenen Achievements letztlich hier in irgendeiner Form zu schaffen und dann das Ganze nicht nur in einfach und normal, sondern tatsächlich in insane Schwierigkeit zu schaffen, um die 100% hier abzuräumen. Ich will mal jetzt nochmal ganz kurz nachschauen, inwieweit da Steam Achievements mit verbunden sind oder ob man es dann nur hier innerhalb des Spiels sehen kann. So, mal schauen, das war Echoes. Ne, Echoes selber hat keine Steam-Updates selber. Vielleicht wird es ja später nochmal umgesetzt, wobei es ja schon seit 2015, sehe ich gerade, ist es eben auf Steam, Anfang 2015 ist es auf Steam gekommen. Also von daher wird da wahrscheinlich nicht viel angepasst werden. Naja, aber auf jeden Fall so viel für heute. Ein weiteres Free-to-Play-Steam-Spiel und... Ja, viel Spaß beim selber ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!